Hi, ich bin's, Gustav mit F. In einer herausragenden Herausforderung stellen sich zwei Kontrahenten mit viel Können zu beweisen, dass sie in einem Parkour-Duell gewinnen können. Also du baust dann von Tete zum Beispiel zum Berg hin und ich baue vom Berg weiter zu Retail. Wäre das in Ordnung für dich? Okay. Geht nicht um Schönheit, das muss einfach nur cool sein. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen C4 holen. Ich habe nämlich hier ein Gebäude im Weg, das muss weg. Eins, zwei, drei. So. Und ich habe C4 gefunden, nachdem ich dieses Gebäude weggebaut habe, sehe ich natürlich überall alles. Also ich kann mit 4 C4 das hier wegspringen. Jetzt bin ich gespannt. Du schaffst das, komm. Digga, C4 ist nicht okay, ne? Gerade den Trump Tower mit 2 C4 quasi fast weggeballert. Das ist ja nicht normal. Holy shit! So, jetzt kann ich sehen, was ich parallel da gebaut habe. Ich sag's jetzt schon, das macht mir irgendwie voll viel Spaß, aber man ist schon sehr gespannt, was am Ende mal rauskommt. Bin gleich fertig. Ich auch. Ich habe jetzt einen Teil der Strecke quasi zu Ende gebaut. Oh mein Gott, wie das aussieht! Lass mal Sternerschein Papier machen. Der Gewinner geht rechts. Okay? Voilà. Okay. Ich muss es erstmal finden. Hab's. Ich noch nicht. Da, okay. Los. 3, 2, 1. Okay, du gehst nach rechts. Ah, nee, warte, ich hab gewonnen. Ja. Der Einkaufswagen steht hier nur zum Spaß. Oder hast du den mitgebracht? Ja, damit bin ich hergekommen, damit ich schneller bin. Okay, willst du anzählen? Dann laufen wir los. Hey. Oh. Ohne Bearbeitung, ne, bei mir. 3, 2, 1, go! Go, okay. Oh Gott, das sieht so nervig. Oh nein, ja. Wie oft, bitte? Die ganze komm Strecke. Schon. Oh. Hey, der Sniper, ich darf die mitnehmen? Von mir aus, wenn du das machen willst, von mir aus, ja. Klar. Ich sammle ein paar Waffen ein auf dem Weg. Oh ja. Oh, so spaßig, wuhu! Wow. Oh mein Gott, das ist so schön da. Extrem schön. Oh Gott. Da hast du einer der kleinen Fallen bemerkt. Ja. Alter, das war hart. Das war richtig knapp sogar. Ja, genau. So war es auch geplant. Ich habe es extra so gemacht, dass man am Anfang nicht mitbekommt, dass was sein kann. Oh. Und jetzt wird es spannend. Jetzt kommt die Bausfeld. Ja? Aber ich bin auf jeden Fall vor dir. Let's go. Aber jetzt wird es spannend. Ob du das schaffst hier. Ah! Oh, es ist so knapp. Easy. Nein, er hat's geschafft. Shit, ich wollte hier alles noch mit Bounce Pads voll machen. Aber es hat... What? Warum bist du so weit vorne? Ich bin Pro. Wait, what? Wie hat er das gemacht? No! Ich laufe. Nein, ich sprinte nicht. Ich meine, ich bin extra langsamer gegangen für dich. Oh, danke. Ach komm, was ist... Easy. Ey, what the fuck? Das ist meine Strecke, Bro. Ach, ich muss da runtergehen. Ja, natürlich. Ups. Warte, ich warte ein bisschen auf dich. Du Pappnase, ey. Er geht einfach nicht zum Springen. Nein. Ich wollte einfach ein bisschen Schlange spielen, wenn du weißt, was ich meine. Ups. Oh, du bist so gemein. Oh Gott, ich hatte gerade so einen Leck und bin stehen geblieben kurz. Ich auch ganz kurz. Okay, dann ist ja gut. Oh, jetzt wird's gut. Das ist jetzt einfach nur nervig. Einfach nur hochlaufen, ne? Einfach nur hoch und dann wieder runter. Ist das nicht spaßig ohne Essen? Richtig geil, Beintraining. Woo! Let's go! Oh, ich hab so viel lieber coolere Sachen gemacht mit Bounce Pads. Meine arme W-Taste. Ja, wirklich. Autorun wäre lustig, ne? Wenn man, eine Autorun-Strecke wäre auch lustig. Mhm. Ja, das stimmt. So. Und wie hoch geht das denn? Bis zum Maximal. Hi. Hi, alles cool. Ich mach gleich dieses Namenlaufen an, Alter. Damit ich noch mit der Maus drehen muss. Es ist so lang. Es ist so wunderschön, weil wir sind so knapp nebeneinander, ne? Ich versuche so die Ecken scharf zu nehmen, ne? Miau. Nein, miau. Nice. Oh, ich hab dich direkt überholt dadurch. Ehrlich? Ja, ganz nah, knapp vorne. Okay. Warte, geht's doch weiter? Ach. Oh. Und jetzt kommst du zu deiner Strecke. Nein! Okay, warte. Direkt okay. Weiter? Ja, klar. Was denn sonst? Oder musst du mir irgendwas erklären? Oh, shit! Ernsthaft? Was? Oh mein Gott, wie geil bist du denn?
ein bisschen schwieriger. Ja, ein bisschen schwieriger. Oh Gott, ich habe so Angst, runterzufallen. Oh, dann lieber mit Bedacht machen, ne? YOLO! Oh. Sprinten! Oh! Oh mein Gott, Alter, das war eine geile Sache auf jeden Fall. Sehr kreativ. Ich hab's einfach nur erneuern gemacht, ne? Bauen. Oh. Ich wusste halt nicht, was ich genau tun soll, deswegen habe ich mich sofort. Ich hab's nicht gesehen zuerst. Ja. Okay. Da wollte ich wie schön du das gemacht hast! Und jetzt bist du wieder schwer. Oh shit. Oh, see ya. Bist du runtergefallen? Was ist ein bisschen? Let's go! Kannst auch Vorsprung haben. Warte noch nicht! Ich wollte da zu zweit durch. Ich wollte wissen, wie witzig das ist zu zweit. Digga, du bist zu quetscht. Ich will gewinnen. What the fuck? Ich hab Taki gebaut. Danke, wo ich gestorben bin. Okay. Er macht sein eigenes Ding und verliert. Oh, oh. Oh, ich bin jetzt aber auf den Boden hier gekommen. Ist das jetzt schlimm? Ja, du bist raus. Nein. Ich glaube, das hast du eh gewonnen. Es sieht danach aus, ne? Mm. Wo bist du denn? Ach, da vorne. Ja, du bist gar nicht so weit hinten. Außer du hast jetzt noch irgendwas, was schwer sein wird. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass wir öfter runterfallen. Oh, ich muss da durch, oder was? Oh, perfekt! Ich habe so Angst, dass du hier irgendwas versteckt hast wie eine Falle oder so. Nee, habe ich nicht. Okay. Ausnahmsweise nicht. Ich glaube dir, ich glaube dir. Ist das Gewinnding hier? Ja. Du, das könnte halt, dass wir gleichzeitig laufen und dann versuchen wir durch die Tür zu quetschen uns immer so. Das wäre echt cool gewesen, ja, aber du bist leider runtergefallen. Also bin ich ein Noob. Du hast gewonnen! Yay! Hier hast du deine ganzen Bounce Pads verbraucht. Ich hatte noch ein paar sogar, glaube ich. Oh mein Gott, Mann. Ey, das kann ja nicht beim einmal bleiben hier, ne? Ich komm, man kann einfach nicht mehr, ne? Das ist meine Falle. Tja. What you gonna do now, bitch? Oh no! Got you. Das ist super. Wir haben jetzt den Start dafür gelegt, dass wir verstehen, wie man es wirklich gut macht. Weil jetzt zum Beispiel diese ganzen, ich würde es insgesamt zum Beispiel kürzer machen, aber halt aufwendiger mit mehr Problemen. Ja. Durch diese schrägen Dinger, wo ich über diese schrägen hatte, wollte ich. Können wir da kurz mal hingehen? Ja, klar. Okay, also wenn wir jetzt hier so gleichzeitig ankämen, das meinst du ja sozusagen. 3, 2, 1, go. Nein! Nein! Fuck. Ja. Du musst halt echt aufpassen mit deinem Springen, ne? Okay. Du bist hier direkt runtergefallen, oder was? So wie ich jetzt. Ich auch. So geil, Mann. Oh, ich würde sagen, wir machen das auf jeden Fall nochmal. Man braucht halt einfach schlichtweg eine Stunde. Aber ich sag doch, der Modus kann Spaß machen. Ja, genau, für sowas. Das kann ich mir verstehen. Da bin ich voll dabei, Mann. Für sowas macht es auf jeden Fall mega Spaß. Und ich muss sagen, deine Herausforderungen waren auf jeden Fall kreativer, weil sie wirklich Herausforderungen waren. Mhm. Und bei mir war es eher einfach annoying. Das war mega annoying teilweise. Nice, Mann. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Und yeah, wenn ihr Bock... Yeah. Okay. What the fuck? Wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall, wenn Maxi vorbei ist. Erster Link in der Beschreibung, da könnt ihr den jungen Mann finden. Und wir haben jetzt hier gerade noch 5 Minuten, bis was passiert? Die Zone einfach zugeht, oder... Ja, und dann sterben wir. Automatisch einfach? Ja, wir kriegen 10er Schaden. Oh nein, 10er Schaden, Mann. Heftig. Voll krass, ne? Boah, hat voll Spaß gemacht.